Guten Tag, Bormann. Bin von Beruf Lehrer, wohne in Berlin und mache eine Menge Videos. Und manchmal fragt mich jemand, wie geht's denn dir? Ja, also eigentlich geht's mir gut. Ein bisschen so Spannung im Nackenbereich. Impfnebenwirkungen habe ich nicht, weil ich bin ja nicht geimpft. Deswegen geht's mir auch gut. Wenn ich die Zeitung aufschlage oder das Fernsehen anmache und dann höre, was da gesagt wird, dann geht es mir schlecht. Aber das kann man ja vermeiden. Ne? Man kann ja mal versuchen, abseits der Propaganda mal Informationen und Fakten zu sammeln. Und wenn man das dann tut, dann könnte es einen noch mehr runterziehen, oder? Ja, das ist nicht ganz auszuschließen. Aber wir kommen um die Wahrheit nicht drum rum. Ich sag's mal so, ganz platt. Je näher ich bei mir bin, bei dem, was ich weiß, je mehr ich mein Wissen abgleiche mit dem, was da gesagt und geschrieben wird, und je mehr das übereinstimmt, desto besser geht es mir dann doch wieder, weil ich dann merke, da sind Menschen, die teilen meine Gedanken, die sind vorsichtig wie ich, die tun sich nicht jeden Dreck in ihren Körper und die haben einfach ein Vertrauen gegenüber dem Leben. Ich sag's mal so, wie es ist. Wir kommen auf die Welt mit allem, was wir brauchen. Wir lernen automatisch alles, was wir brauchen. Es gibt Leute, die wollen uns erziehen. Ne? Das sind die mit dem kleine Spitzfindigkeit von mir. Ja? Nicht der Rede wert. Nein, brauchen Sie sich nicht aufregen wegen Nazi-Vergleich. Ich mache keine Nazi-Vergleiche. Im Grunde genommen interessieren mich die Nazis gar nicht, ja? Mich interessiert nur unsere Zukunft. Nämlich, dass wir hier kein autokratisches, kein technokratisches, kein faschistoides System vor die Nase gesetzt bekommen. Und wie kann man das vermeiden? Indem man Meinungsfreiheit garantiert als Politik. Indem man die Leute diskutieren lässt. Indem man breite Diskussionen führt, indem man aufpasst, dass sich hier nicht Leute als Meinungsführer aufspielen. Was sind Meinungsführer? Es sind normalerweise diejenigen, die überzeugen können. Aber wenn man den Menschen noch nicht mal eine Chance gibt, mit dem, was sie sagen, überzeugen zu können, dann sind die, die überbleiben, eigentlich nur autoritäre Personen, die sich einfach nur aufspielen. Ja, mit einem Sturm im Wasserglas möglicherweise, den man längst hätte beruhigen können. Einfach mal bei den Fakten bleibt. Und die Fakten aus meiner Sicht sprechen eine ganz klare Sprache. Es liegen keine Toten auf den Straßen. Selten niest jemand in meiner Umgebung. Inzidenzen sind relativ nichtssagend, weil ich daraus nicht schließen kann, ob die getesteten Personen tatsächlich ernsthaft krank sind. Der PCR-Test ist relativ nichtssagend, weil er auch nichts über den Gesundheitszustand der Getesteten aussagt. Unsere ganze Politik ist relativ nichtssagend, weil sie offene Diskussionen unterbindet und die Themen, die dort aufgetischt werden, immer so zu Mainstream-Themen aufgeblasen werden, die sie eigentlich normalerweise gar nicht wären. Das, was Politik ausmacht, sind Infrastruktur,
Bildung und Soziales. Und da möchte ich jetzt erstmal alle Themen sauber eingruppiert haben und vielleicht auch mit einer Gewichtung versehen haben. Und dann denke ich doch mal, dass die Infrastruktur für mich also tatsächlich eine ausgesprochen wichtige Rolle spielt. Für mich, für mein Leben, für die Gesellschaft überhaupt. Ja. Also man muss das irgendwie so regeln, dass es möglichst wenig Schlachlöcher gibt, dass die Menschen einander schnell begegnen können, dass das Ganze effizient läuft. Jetzt sagen sie vielleicht, tut's doch alles. Nein. Also mein Sohn zum Beispiel, der hatte sich mal beworben für eine Ausbildung in einer Klempnerei. Und um da auf Nummer sicher zu gehen, dass die ganze Sache ihm denn auch gefällt, hat er erstmal Praktikum gemacht. Und was ist dabei herausgekommen? Dass sie mehrere Stunden am Tag in Berlin im Stau stehen. Und da muss ich dann einfach nochmal sagen, das kann nicht sein, dass der Berufsverkehr in Berlin überhaupt irgendwo im Stau steht. Ne? Vielleicht erlauben sie dem Berufsverkehr ja mal über die Busspur zu fahren. Sagen sie, das geht ja gar nicht. Kann man auch anders machen, indem man den Privatverkehr aus dem Ring raushält. Dann hat nämlich der Berufsverkehr mehr Platz und auch die Parkplätze und kann auch vernünftig agieren. Und dann wird es auch eine quirlende Stadt. Ja? So, da muss sich jetzt keiner drüber aufregen. Ne? Also wer mich kennt, der weiß ja, dass ich diese böse Seite geschrieben habe, www.autosraus.de. Und da sind doch einige Zustandsbeschreibungen drin, die nicht wegzudiskutieren sind. Ich habe wirklich mir viel Arbeit gemacht, die entsprechenden Bilder aufgenommen in der Stadt und mal aufgezeigt, wie eng es dort ist. Ja? Und dass das so nicht bleiben kann. Dass dort nicht mehr Parkplätze geschafft werden können, ist doch wohl völlig klar. Dass die Autos in der Stadt nicht größer werden dürfen, ist doch auch völlig klar. Dass wir keine 200 PS Limousinen in der Stadt brauchen, ist doch auch völlig klar. Ich glaube, da gibt es bei 90% der Bevölkerung auch überhaupt gar keinen Dissens. Und diese Mehrheiten, die müssen mal sauber rausgearbeitet werden und die müssen auch mal offen diskutiert werden. Und das gilt natürlich auch für alle anderen Themen. So, das hat nichts mit links und rechts zu tun. Das hat einfach etwas mit zu tun mit offener Diskussion und Sachverstand. Na, ein Experte wird nicht dadurch zum Experten, dass man sagt, er ist ein Experte, sondern dadurch, dass er beweist, dass er Sachverstand hat. Ja? So. Und ich bin Experte fürs Lernen. Und das bedeutet offene Diskussion. Und vor allen Dingen auch eine saubere Feedback-Kultur. Feedback-Kultur heißt immer, wenn ich etwas gemacht habe, dann setze ich mich nochmal mit den Betroffenen und anderen, die daran interessiert sind, in einer Runde zusammen und bespreche, ob die ganze Sache jetzt etwas getaugt hat, ob es gut war, ob es schlecht war, an welchen Punkten man Kritik anmelden könnte, was man nächstes Mal besser machen muss und derartige Dinge. Und tja, das erwarte ich natürlich auch von der Politik. Ne? Zum Thema Corona, ein sauberes Feedback abholen. Und zwar bei mir, einem der härtesten Kritiker. Okay? Sagen Sie, der Baumann ist ja gar nicht einer der härtesten Kritiker. Okay, geschenkt. Aber ich bin Kritiker. Okay? Ich weiß auch ein paar Sachen. Ja? Viele. Okay? Also, offene Debatte, Feedbackkultur. Noch was? Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Informationsfreiheit, gehört alles mit dazu. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüssi.